Ja, vielen Dank für die netten einführenden Worte. Vielen Dank für die Einladung zum Netzpolitischen Abend. Vielen Dank an meine Vorrednerinnen und Vorredner für die spannenden Vorträge. Ich muss zu meiner Schande gestehen, es ist mein erster netzpolitischer Abend, aber es wird garantiert nicht mein letzter bleiben. Das Tool, danke. Das Tool, das ich heute vorstellen möchte, heißt Open Knowledge Maps, a visual interface to the world scientific knowledge. Also es ist was sehr Sichtbares, sehr Visuelles. Und um zu verstehen, warum wir das entwickelt haben, möchte ich zunächst mit etwas Unsichtbarem beginnen. Und zwar mit den sogenannten Invisible Colleges. Die sind im 17. Jahrhundert, ist der Begriff entstanden. Und zwar hat ihn der Robert Boyle eingeführt. Das ist so der Vater der modernen Chemie. Und der hatte einen regen Briefverkehr mit einer Reihe Gelehrter in England und darüber hinaus. Und diesen Briefverkehr oder dieses Netzwerk, das nannte er das Invisible College, weil es gab keine Institution, es gab keine Universität, wo man hingehen konnte und quasi diese Gelehrten treffen konnte. Solla Price, der sagen wir mal Vater der Informationswissenschaft oder einer der großen Väter der Informationswissenschaft, hat es dann in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts wieder aufgegriffen und er hat sich Netzwerke im wissenschaftlichen Bereich angeschaut. Das ist jetzt ein Co-Autoren-Netzwerk und je mehr Netzwerke er untersucht hat, desto eher ist er zu dem Schluss gekommen, das schauen meistens so aus. Ja? Also es gibt viele Leute, die sehr stark miteinander verbunden sind. Und im Zentrum haben wir ganz starke Knoten und ganz starke Verbindungen, ja, also so einen Central Connected Component. Und wenn man sich dann die einzelnen Wissenschaftsbereiche ansieht, dann sind es meistens die führenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in diesem Bereich. Die fahren auch immer auf die gleichen Konferenzen gemeinsam, die tauschen die PhD-Studentinnen und Studenten untereinander aus. Das heißt, es ist so ein richtiges Machtnetzwerk da in Mitte dieser Forschungsdisziplin, wenn man so sagen möchte. Und wenn man in der Mitte dieses Netzwerks ist, dann ist es super. Ja? Also ich bin da quasi als Wissenschaftler auch so ein bisschen aufgewachsen in so einem Invisible College. Ne? Man bekommt immer die neuesten Nachrichten, man wird immer auch zu den entsprechenden Proposals eingeladen. Das heißt, das Funding ist auch ganz stark konzentriert in diesem Invisible College. Und viele Informationen werden gar nicht mal explizit ausgetauscht, sondern eben implizit. Das heißt, Solla Price hat gesagt, das wichtige oder das entscheidende Moment des Invisible College ist die Zusammenarbeit und nicht zum Beispiel die Explikation des Wissens in Publikationen. Und es wird ja viel vom Elfenbeinturm geredet, aber für die moderne Wissenschaft aus meiner Sicht ist das Invisible College das wesentlich bessere Bild, weil aus meiner Erfahrung so einfach moderne Wissenschaft funktioniert. So, jetzt haben wir natürlich ein Problem, wenn wir nicht da in der Mitte dieses Komponenten sind, sondern irgendwo da draußen oder vielleicht sogar irgendwo ganz da draußen, also gar keine Verbindung haben. Und ein Artefakt dessen ist, dass es sehr schwer ist, einen Überblick über ein Forschungsgebiet zu bekommen. Ne? In der Mitte dieses Artefakts, da gehe ich einfach zu meinen Kolleginnen und Kollegen und frage die, ne? Gib mir mal einen Überblick über Educational Technology. Ja? Und für alle anderen bleibt eigentlich nur der Weg über meistens ein Suchinterface. Ich habe jetzt mal Google Scholar herausgegriffen. Da tippt man das Feld dann ein und dann bekommt man sehr viele Resultate, fast 2,5 Millionen in diesem Fall. Und wenn man nicht alle lesen kann, wendet man sich dann an ein hochzitiertes Überblickswerk, arbeitet dieses einmal durch und folgt den Zitaten. Und wenn man neuere Literatur möchte, dann kann man sich auch Werke anschauen, die dieses wiederum zitieren. Das Problem dabei ist, dass es Wochen, meistens Monate dauert, bis man tatsächlich so ein mentales Modell des Feldes hat. Also, dass man die wichtigsten Themen kennt, die wichtigsten Autorinnen und Autoren kennt und die wichtigsten Publikationen kennt. Und in den meisten PhD-Programmen in England ist diesem Prozess sogar das ganze erste Jahr gewidmet. Da haben wir uns gedacht, das kann nicht sein. Es ist das Jahr 2016. Wenn ich heute eine Recommendation möchte, für welche Musik soll ich für meine Emotionen oder für meinen emotionalen Zustand gerade hören, ja, dann habe ich 17 Apps, die ich auswählen kann.
Wenn ich aber mir eine Recommendation geben soll, lassen möchte, was soll ich heute lesen in meinem Forschungsgebiet, dann ist die Auswahl sehr wenig. Die meisten von uns fühlen sich so ein bisschen wie diese Herrschaften da, also wir werden von Publikationen überrollt. Ich habe jetzt eine Prognose gelesen, dass im Jahr 2020 sich die medizinische Literatur alle 70 Tage verdoppeln soll. Das heißt, es wird nicht besser. Und es wird auch so sein, dass man sich damit nicht mehr am Anfang oder irgendwo in der Mitte seiner Karriere auseinandersetzen muss, sondern eigentlich wöchentlich oder täglich. Und dafür sind Suchinterfaces einfach nicht gemacht. Es soll kein Suchbashing sein, ich liebe Suchmaschinen, aber dafür sind sie einfach nicht leistungsfähig genug. Und das Gegenmodell, das wir verwenden, das sind die sogenannten Knowledge Maps oder Wissenslandkarten. Im Gegensatz zur Suchmaschine habe ich hier gleich die wichtigsten Unterbereiche auf einen Blick. Also für Heart Disease ist beispielsweise die Risikofaktoren, die Arten von Krankheiten und wie man diesen Krankheiten begegnen kann. Und ich habe auch gleich wichtige Literatur, die den einzelnen Unterbereichen zugeordnet ist. Ein weiteres Charakteristikum ist, dass diese Teilbereiche, die sich näher im inhaltlichen Sinne sind, auch näher auf der Map angeordnet sind. Also Risikofaktoren ist jetzt näher zu Types of Diseases als zu Prevention. Genau. Und unser Ziel ist es jetzt, ein visuelles Interface zum wissenschaftlichen Wissen der Welt zu bauen, das genau auf diesen Wissenslandkarten basiert. Und wir wollen das nicht nur für ein Feld, für zwei Felder machen, wir wollen das für alle Forschungsbereiche machen. Wir wollen diese Karten untereinander verlinken und wir wollen sie interaktiv gestalten, sodass man sie untersuchen kann. Und weil wir im Zeitalter der kollaborativen Wissenschaft leben, glaube ich auch, dass wir zur kollaborativen Discovery übergehen sollten. Das heißt, wir wollen um diese Karten herum einen Collective Space bauen, der dann alle zusammenbringt, die von diesem Wissen profitieren können. Und das Interessante dabei ist, wissenschaftliches Wissen, das bringt nicht nur Wissenschaftlerinnen etwas. Da ist so viel drinnen, dass allen möglichen Menschen, Praktikerinnen, Journalistinnen, Patientinnen und so weiter helfen kann. Ne? Also viele, die seltene Krankheiten haben, die wären Spezialistinnen in ihrem Gebiet. Und wenn die mit Google Scholar anfangen müssen, dann haben sie einen sehr weiten Weg vor sich. So, wir haben gestern unser größtes Update bis jetzt announced und zwar haben wir uns um 175.000% gesteigert. Also unsere bisherige Datenquelle war PLOS und wir haben jetzt PubMed und das Directory of Open Access Journals angebunden. Und so sieht die Website aus, openknowledgemaps.org. Und ich möchte euch jetzt mal zeigen, was so der derzeitige Stand ist, wie weit wir eigentlich sind, darin unsere Vision zu erfüllen. Genau. Und als Beispiel möchte ich mit dem Internet of Things beginnen. Wie ihr alle wisst, gab es eine große Attacke auf die Internetarchitektur, die von Videokameras und Videorekordern ausging, also den klassischen Teilnehmerinnen aus dem Internet of Things. Und man bekommt dann eben diese Ansicht hier. Man sieht gleich, es ist wieder aufgeteilt wie im Beispiel. Das heißt, die Unterbereiche, wie zum Beispiel Security und Privacy, kann man gleich hier mal, oder hier RFID-Technologies, die sind dann relativ nah zum Beispiel an Sensoren und so weiter. Also man bekommt es dann gleich direkt aufgeteilt nach Unterbereichen und die sollten auch so angeordnet sein, dass eben jene Bereiche, die sich ähnlicher sind, auch näher zusammen positioniert werden, zum Beispiel Web Services und WSDL. Man kann sich dann einzelne Bereiche im Detail ansehen. Also hier zum Beispiel Security und Privacy ist eine relativ große Bubble. Ich möchte jetzt eigentlich nur die Security Papers sehen. Dann kann ich die hier noch einmal filtern. Und wenn ich dann ein Paper gefunden habe, dann kann ich mir die Details anschauen. Und durch das Wunder von Open Access können wir das Paper auch direkt in dem gleichen Interface laden. Das heißt, wir versuchen es tatsächlich, dass man für die Discovery nicht mehr den Browser-Tab verlassen muss.
Was wir jetzt zusätzlich auch noch eingebaut haben, also wir versuchen auf der bestehenden Digital Open Science Infrastruktur aufzusetzen. Wir haben Hypothesis eingebaut. Das ist eine Software, die nach dem Open Annotation Modell vorgeht und ein freies Service zur Verfügung stellt. Und das ermöglicht es, die PDFs direkt auch zu annotieren, entweder für sich selbst oder für die ganze Welt, je nachdem, wie man möchte. Das Schöne dabei ist, diese Annotation erscheint dann in jedem PDF, das die gleiche ID hat, sogar in einem Offline-PDF, das mal Internetzugang hatte und die Hypothesis-Extension installiert hat. Ja, zweites Beispiel, wir haben eben das, neben dem Directory of Open Access Journals auch PubMed eingebunden. Das ist die größte Biomedizin-Datenbank der Welt mit über 26 Millionen Papers. Meistens verstehe ich relativ wenig, aber ich habe mir gedacht, ich probiere es mal für mich selbst aus. Ich habe eine Stauballergie und war da vor 3 Jahren mal beim Arzt und der sagte, ja, es gibt da jetzt so eine Spritzentherapie. Da kommt man jede Woche rein quasi für die ersten 6 Monate und muss dann da 2 Stunden mehr oder weniger herumsitzen und bekommt währenddessen eine Injektion. Und wenn ihr vielleicht ein bisschen so wie ich seid und jetzt Spritzen nicht so toll findet und vielleicht auch nicht unbedingt Zeit habt, 2 Stunden immer beim Arzt herumzusetzen, also ich habe mich dann dagegen entschieden, habe mir gedacht, okay, es ist 3 Jahre her, die Welt dreht sich sehr schnell, ich probiere mal aus, was gibt es Neues und habe in meiner Naivität einfach mal direkt vom Deutschen übersetzt und Dust Allergy eingegeben und dann bekommt man dieses Bild. Und wie wahrscheinlich auch ihr, verstehe ich sehr wenig hier, aber mir ist ein Begriff ins Auge gesprungen und das war Hyposensitization. Da habe ich gedacht, ah, sehr spannend, an den Begriff kann ich mich erinnern. Ja, also da geht es um diese Sensitivierungstherapie und habe dann mal reingeschaut und da ist mir aufgefallen, aha, Moment, da steht was von Sublingual Immunotherapy und Sublingual, also das ist was, das steckt man in den Mund, das kriegt man nicht gespritzt. Und wenn man weiter runter scrollt, soll man ein bisschen runter scrollen, dann kann man auch gleich hier sehen, es gibt jetzt eine Tablette, die man nehmen kann. Und ich habe auch gleich eine ganze Bubble voll mit Forschungsergebnissen zu dieser Tablette. Die kann ich selbst natürlich nicht so gut interpretieren, aber ich werde jetzt mal zum Arzt gehen und fragen, ob das für mich in Frage kommt. Okay, wie funktioniert es? Ich habe jetzt einen ganz kurzen Abriss mitgenommen. Es ist alles Open Source. Wir können nachher auch noch sehr gern ins algorithmische Detail gehen. Im Prinzip, was wir machen, ist, wir holen uns die 100 relevantesten Papers für den Suchbegriff von der API. Relevant in dem Sinn, wie es PubMed und Directory of Open Access Journal für uns definieren. Und dann sehen wir uns Textähnlichkeit an. Im Prinzip bauen wir eine Kohortmatrix auf. Auf dieser Kohortmatrix verwenden wir dann einerseits Clustering-Algorithmen und auf der anderen Seite Multidimensional Scaling und Force Directed Layout, um dann auch die Landkarte aufzubauen. Ja, und diese Visualisierungen sind dann gedacht wirklich als Start in die Literatursuche und wenn man quasi in einem Feld schon firm ist, dann kann man auch in den Optionen nochmal den Zeitrahmen einschränken und zum Beispiel auf das letzte Monat gehen im eigenen Forschungsfeld und sich anschauen, was dort passiert ist. Ja, was ist Open an Open Knowledge Maps? Also alle unsere Software ist Open Source in diesen beiden GitHub-Repos da oben und aller unser Content wird, also alle Landkarten werden unter CC BY veröffentlicht. Wir versuchen auch eine sehr offene Gruppe zu sein, das heißt, es ist sehr leicht bei uns mitzuarbeiten. Auf der einen Seite kann man immer Feedback geben, entweder über GitHub, E-Mail, Twitter und so weiter. Auf der anderen Seite haben wir auch immer versucht, sehr offen mit unserem Prozess umzugehen. Und ich habe im Februar dieses Jahres einen Call for Collaborators auf meinem Blog gepostet. Also zuvor war das ein Prototyp, der kam einfach aus meiner DIS heraus. Den habe ich dann einfach auf PLOS umgebogen, mehr oder weniger, und beim MOSFest letztes Jahr präsentiert.
Und dann ergab sich über den Open Science Prize die Möglichkeit, Kollaborateure zu suchen, habe auf meinem Blog dann diesen Aufruf veröffentlicht, dann ein paar Mailinglisten gesandt und gedacht, okay, es wird wohl nichts passieren. Aber wenn man offen arbeitet, wird man oft überrascht. Also es haben sich 15 Leute gemeldet, die gesagt haben, wow, was für eine super Idee, ich möchte gern mitmachen. Unter anderem hat sich auch eine Journalistin gemeldet, die gesagt hat, das ist so ein tolles Projekt, darüber möchte ich schreiben. Ich habe ihr dann erklärt, naja, aber das ist jetzt erstmal ein Prototyp, es ist ein Proposal. Und sie sagte, nee, ist ja vollkommen egal, ihr gefällt einfach die Idee. Und hat es dann auf Storybench veröffentlicht, was eine Blog, also eine Journalismusplattform von MIT ist. Ja, und durch diesen Aufruf hat sich dann letztendlich ein Team gebildet, das ihr hier sehen könnt. Momentan sind wir reine Volunteers und arbeiten pro bono, sind aber auch auf der Suche nach Funding. Das heißt, wenn ihr was wisst, dann gebt mir Bescheid. Wir sind auch in einigen Proposals mit drinnen, wo wir quasi als das Interface für eine neu erschlossene Datenquelle mitarbeiten könnten. Ja, wir haben auch eine Reihe von Advisern gefunden, die jetzt nicht direkt im Projekt mitarbeiten, die uns aber den Weg vorzeigen. Stefan ist ja auch heute hier als Vertreter. Aber wir haben auch zum Beispiel die Natalia Manola dabei, die das Open-Air-Projekt leitet, also die große Open-Science-Infrastruktur der EU, oder den Peter Murray Rust, den ihr wahrscheinlich von der Content Mine her kennt. Ja, wir haben, wie gesagt, wir bauen auf dem digitalen Open-Science-System auf. Das heißt, wir versuchen auch mit Organisationen zu kooperieren aus diesem Bereich, also beispielsweise R-OpenSci, die für uns alle APIs zugänglich machen und sehr schnell sind darin, R-Packages zu basteln. Also der Rekord war von der Idee bis zur Umsetzung war 4 Tage. Auch Hypothesis, Content Mine, Open Knowledge Austria und hier sind für uns sehr wichtige Outreach-Partner. Auch das Internet Archive Lab ist mit an Bord, die versuchen eine große API zu bauen, um tatsächlich wissenschaftliches Wissen zur Verfügung zu stellen und auf der möchten wir dann aufbauen. Das Know Center ist, wie vorher angesprochen, Österreichs Forschungszentrum für Big Data, ist meine Heimatstätte und da ist quasi der erste Prototyp entstanden. Ja, wir haben es dann im Mai dieses Jahres das erste Mal gelauncht, sind dann prompt in den Hacker News gelandet auf der Startseite und am Anfang dachten wir, naja, der Server wird es schon packen, aber 10 Minuten später war es aus, es ging gar nichts mehr. Wir haben zu diesem Zeitpunkt tatsächlich noch die PLOS Fulltext API verwendet und haben bei jeder der 12.000 Anfragen, die da pro Sekunde reingekommen sind, tatsächlich 100 Volltexte von PLOS geholt und versucht, die zu verarbeiten. Das ging nicht gut. Wir haben es trotzdem geschafft, einiges gutes Feedback auf Twitter zu bekommen und auch jetzt mit der Erweiterung haben wir wieder sehr viel aufmunterndes Feedback bekommen und das lässt uns weiterarbeiten und ganz zum Abschluss möchte ich jetzt noch ein kleines Video zeigen, wie wir uns diese kollaborative Funktion vorstellen, die ich vorher vorgestellt habe. So. Sarah is a first-year PhD student in biomedicine, starting a thesis on the Zika virus. Open Knowledge Maps has automatically created a map on the Zika virus for her. Sarah identifies a number of articles that warrant their own area. So she goes into edit mode. She adds a new area and drags the papers she found into the newly created bubble. She adds a title and places the area on the map. Sarah is interrupted by a message from a supervisor, Lauren. Lauren suggests a presentation related to the Zika virus that she's added to their joint Zotero group. Sarah connects OKMaps to her Zotero account and imports the presentation into her map. OKMaps automatically places the new content on the map. Sarah publishes and tweets the link of her map for other users to explore and modify on OKMaps. The next day, she fires up her email to see that fellow PhD student Amar has added several papers to her map.
She also notices that Tom, who's working on a map on Aedes, has included her map as a submap of his. Ja, ein kleiner Blick in die Zukunft. Probiert's aus, lasst es uns wissen. Wir haben auch eine Newsletter-Sign-up-Form hier, wenn ihr up-to-date bleiben wollt. Und nächste Woche am 9., Stefan, am 8. oder am 9.? Ja, am Mittwoch. Ob das jetzt der 8. oder 9.? 9. genau, gibt es auch nochmal einen längeren Vortrag auf der Bildenden im Rahmen der Open Science Methods Vortragsreihe mit ganz tollen anderen Vortragenden. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank, lieber Peter. Und auch du hast uns ein bisschen einen Swag mitgebracht, oder? Du ja, hast stimmt. Was hier zum Auflegen, dass man sich genau schnappen kann. Also wer sich für offene Wissenschaft interessiert, wir haben auch ein kleines Manifest geschrieben, die Vienna Principles, wo wir versuchen, ein bisschen über Open Science hinauszusteigen und 12 Prinzipien definiert haben, wie wir uns das Wissenschaftskommunikationssystem der Zukunft vorstellen. Ich lege es dann einfach aus und jeder kann sich ein Exemplar schnappen. Super. Wir hätten auch noch Zeit für ein paar Fragen. Da hinten meldet sich schon jemand. Super, Mikro kommt gleich. Wenn ich das richtig verstanden habe, sind diese Bubbles selbst zu erstellen oder können von Usern selbst erstellt werden. Was passiert, wenn Leute absichtlich unsinnige Bubbles erstellen? Ja, also wir sind leider noch nicht so weit, dass Leute selbst Bubbles erstellen können. Momentan ist alles automatisiert und wird quasi live für den Suchbegriff berechnet. Für den kollaborativen Teil müssen wir uns natürlich gute Policies ausdenken. Wir möchten uns da natürlich auch stark an die Community wenden. Wikipedia ist großes Vorbild natürlich, aber auch andere, die mit kollaborativen Prozessen schon viel Erfahrung haben, um eben mit solchen Dingen umgehen zu können. Gut, und wir haben gleich hier die nächste Frage. Du hast vorhin gesagt, man kann die Suche dann einschränken auf die aktuellsten Papers. So einen Slider, wo man schauen kann, so wann, wo ungefähr die Papers gekommen sind, gibt es noch nicht, weil das wäre gerade bei dem IoT-Thema so, wann kamen denn die Security-Papers zu IoT, so Korrelation und so weiter, gibt es noch nicht? Es gibt es noch nicht. Wir haben einen Prototypen, den hat ein ehemaliger Student von mir gebastelt, wo wir uns tatsächlich versucht haben, diese Trendanalyse zu machen. Aber da sind wir, also das kann mal kommen, aber diese Evolutionsgeschichte ist natürlich eine wahnsinnig spannende, aber da haben wir auch interface-technisch noch einiges vor uns. Herzlichen Dank. Hier noch eine Frage, super. Weil ich da gerade sehe bei den Creative Commons, ihr habt nur SA, ob nicht keine Bearbeitung sinnvoll wäre, insofern als man sagt, das, was wir liefern, muss so stehen bleiben und darf nur mehr sozusagen extern ergänzt werden, aber man darf jetzt nicht jetzt die Grafik hernehmen und da jetzt eigene Bubbles dazufügen und die damit praktisch zu fälschen. Das wäre also irgendwie bei mir jetzt ein Bedenken, das gekommen ist. Also das SA steht da nur, weil die Musik, die ist SA, die wir verwendet haben. Unsere Bilder stehen nur unter CC BY. Und wir wollen, also die Idee ist ja tatsächlich, diese Kollaboration zu stärken, aber wir nehmen uns da wieder Wikipedia zum Vorteil. Das heißt, man soll das immer in der Versionshistorie dann sehen können, wer welche Veränderung vorgenommen hat.